Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir erklären, wie du ein Referat schreibst. Bevor du ein Referat in einer Klasse halten kannst, musst du es zunächst verfassen, also schreiben. Als erstes musst du ein Thema finden. Das Thema wird manchmal vom Lehrer vorgegeben, in manchen Fällen darfst du es aber auch selber auswählen. Wenn du es selber auswählen darfst, überlege dir, was dich an dem Fach oder der Unterrichtsreihe besonders interessiert und frage deinen Lehrer, ob dies ein passendes Referatsthema ist. Dann geht es weiter mit Infos sammeln. Hier musst du recherchieren. Wie genau Recherchieren funktioniert, findest du in einem Extra-Video und einem Text von uns. Wenn du recherchiert hast, dann musst du die Informationen als Notizen niederschreiben. Diese Notizen markierst du dir dann mit Textmarkern in verschiedenen Farben, um Zusammenhänge deutlich zu machen. Schreibe dir ruhig mehr Informationen auf, als du später in deinem Referat verwenden kannst. Bei einem Referat ist es wichtig, dass du über das Thema sehr gut informiert bist, um eventuelle Fragen beantworten zu können. Aus den eben gesammelten Informationen machst du jetzt Stichpunkte, die dein Referat sind. Das Referat soll geteilt sein in Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. In der Einleitung möchtest du das Interesse des Zuhörers wecken. Das erreichst du, indem du einen aktuellen Bezug zur politischen Situation oder zum Fach herstellst. Eben erklärst, warum du dieses Referat jetzt hältst. Außerdem gibst du eine grobe Zusammenfassung und stellst deine Gliederung vor, also wie genau du im Hauptteil dein Thema bearbeiten wirst. Im Hauptteil kommt dann das eigentliche Referat. Hier gehst du vom Allgemeinen des Themas zum Speziellen. Verschiedene Formulierungshilfen, wie du die einzelnen Punkte miteinander verknüpfst, findest du bei uns im Text. Im Schlussteil fasst du noch einmal dein Thema zusammen. Eventuell beantwortest du deine Fragestellung oder gibst ein kurzes Statement ab. Außerdem kannst du hier deine Zuhörer fragen, ob Fragen offen geblieben sind. Am Ende endest du meist mit einem Dank der Zuhörer. Die Stichpunkte musst du als letztes überarbeiten. Dazu gehst du die Stichpunkte durch, liest sie dir vor oder gehst sie einfach nur im Kopf durch. Du schaust, ob noch Übergänge fehlen, ob vielleicht einzelne Punkte offen bleiben und unklar bleiben. Zum Schluss überträgst du deine Stichpunkte, die überarbeitet sind, auf Karteikarten. Schaue hier, dass du auf jede Karteikarte einen Sinnabschnitt schreibst. Schreibe deutlich und nach Möglichkeit recht groß, damit es dir hinterher beim Referathalten leicht fällt, die Stichpunkte abzuarbeiten. Weiter geht es dann damit, das Referat vorzubereiten und zu halten. Wie das funktioniert, findest du in einem weiteren Text und Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen.